Daniela, wir sind jetzt schon mitten in der Race Week angelangt. Gerade wurde dein neues Feldrad vorgestellt. Du musst von einem Medientermin zum anderen. Wie froh bist du, wenn es am Samstag endlich der Startschuss fällt und endlich nur noch Leistung zählt? Ja, so, es ist natürlich ein toller Event heute. Ich bin ich freue mich extrem auf den Samstag, das ist klar. Aber das Rad heute zu präsentieren, macht doch ziemlich Spaß. Es war nicht ganz einfach, das zu verstecken in den letzten paar Wochen. Und ich glaube, ich bin noch recht entspannt. Ich hatte ein super Team um mich, die auch schauen, dass ich eben mein Training doch noch machen kann. Und aber schlussendlich, ja, freue ich mich natürlich dann vor allem auf Samstag, das ist klar. Wir haben dich ja mit dem neuen Rad auch schon fahren sehen. Wie schwer war die Anpassung auf das neue Rad? Gab es da irgendwelche Probleme? Nein, es war eigentlich sehr, sehr positiv. Ich habe das zum ersten Mal schon in St. Moritz gefahren und wenn du mal einen Pass runterfährst mit der Scheibenbremse, ist es absolut genial. Was mir dann ziemlich schnell aufgefallen ist, dass eben in den Kurven es noch stabiler ist und man dann die Kurven irgendwie noch besser schneiden kann. Also das waren schon die zwei Argumente, wo ich sehr schnell gemerkt habe, oh wow, das ist echt cool. Und jetzt hier in Hawaii habe ich schon auch bemerkt, dass es im Wind einfach noch ein bisschen stabiler ist. Also ich finde es sehr schön. Ich finde es auch sehr schön, dass es eben keine Schnellspanner mehr hat. Es ist so schön schlicht. Und es ist ein super Rad und ich freue mich sehr drauf, am Samstag das zu fahren. Im Training bist du vorne ein sehr flaches Laufrad gefahren, Felgenprofil. Was wirst du im Wettkampf fahren? Ziemlich sicher, so wie es jetzt da steht, mit dem 62er vorne Felge, ja. Und wurden bei der Neuentwicklung von dem Rad auch irgendwelche Wünsche von dir mit umgesetzt? Nein, auf die Entwicklung hatte ich jetzt eigentlich keinen Einfluss. Ich glaube, da lasse ich lieber die Profis machen, weil ich würde jetzt mal sagen, im mechanischen Bereich bin ich jetzt nicht der Profi. Ich fahre das Rad und dann spüre ich, ob es gut ist. Und die Jungs von Feld haben da wirklich einen super Job gemacht und ich bin sehr stolz, Teil der Feld-Family zu sein. Jetzt kommen wir zum Rennen. Du hast dieses Jahr eigentlich alle Rennen, die du gemacht hast, dominiert, teils mit sehr großem Vorsprung gewonnen. Mit welchen Erwartungen gehst du jetzt hier am Samstag ins Rennen? Ja, ich möchte natürlich ein absolut tolles Rennen zeigen. Ich habe mich sehr gut vorbereitet, ich fühle mich gut und hoffe natürlich, dass ich am Samstag das auch zeigen kann. Die Erwartungen, die sind immer, ja, die muss man nicht überbewerten, sondern es zählt dann einfach, was man am Samstag zeigt. Aber ich freue mich sehr drauf. Also ich kann eigentlich nur das sagen. Letztes Jahr, als wir im Ziel miteinander gesprochen haben, da hattest du ja von dem ganz, ganz harten Rennen eben gesprochen, was du so noch nie erlebt hast. Hast dich lange Zeit eben auch auf dem Rad oder musstest hinter der Lucy Charles hinterherfahren. Erwartest du dieses Jahr auf dem Rad eine ähnliche Konstellation? Ja, also dass Lucy und Lauren vorne wegschwimmen, ist ziemlich klar. Aber es wird sicher spannend zu sein, wie viel der Abstand sein wird. Das hat auch jetzt im Hauptfeld, denke ich, wird es noch ein paar gute Schwimmerinnen haben, die eben vielleicht den Abstand ein bisschen weniger groß werden lassen. Und dann, ja, ich glaube, das Rennen wird sicher von Anfang an abgehen. Also das ist klar. Ich sehe das eigentlich auch als Vorteil, weil man eben dann vielleicht auch gegenüber den nicht so starken Schwimmerinnen schon ein bisschen größeren Vorsprung sich auch herausarbeiten kann. Also die Konkurrenz ist sicher absolut top. Es wird sicher eine große Herausforderung sein, diesen Titel zu verteidigen und ich freue mich sehr drauf. Also ich glaube, wir werden uns gegenseitig zum absoluten Maximum pushen und dann werden wir sehen, was herauskommt. Noch eine Sache zu deinem Training. Du warst ja sonst im Sommer über eigentlich hauptsächlich in St. Moritz, bist immer zu den Wettkämpfen von der Höhe runtergekommen auf Meereshöhe. Jetzt warst du ja die letzten Wochen schon auf Meereshöhe in Maui. Ist da jetzt irgendwie ein Unterschied, wie du das in der Leistungsfähigkeit merkst? Ja, es ist natürlich, wenn man da so 3-4 Wochen unten ist, dann merkt man schon nochmal, dass das ist ja eigentlich die optimale Zeit, oder? Dass,
dass man ein bisschen fitter wird. Ich bin sicher fitter wie noch in Südafrika. Denke mal, die Hitze, das Training in der Hitze macht einem auch noch mal ein Stückchen fitter. Man muss natürlich auch schauen, dass man nicht zu viel macht. Und das, ich glaube, das ist uns ziemlich gut gelungen. Also ich fühle mich sicher mal gut vorbereitet. Und ja, ich denke, in der Vorbereitung hätte ich nichts anders oder besser machen können. Also von dem her zählt jetzt dann einfach, was ich am Samstag mache. Du warst, wie gesagt, ja eben viel unterwegs. St. Moritz, Südafrika, jetzt Maui, dann Kona. Wie viel freust du dich schon auf, richtig mal wieder daheim zu sein? Ja, bestimmt. Also ich freue mich immer sehr, nach Hause zu gehen. Aber im Moment habe ich eigentlich meine Leute auch hier. Meine Familie kommt heute an. Und ja, mein Team ist schon eigentlich seit einigen Tagen hier. Also von dem her fühle ich mich hier auch ganz wohl. Also ich denke im Moment noch nicht nach Hause zu gehen. Aber klar, nach dem Rennen freue ich mich dann sicher auch, ja. Jetzt freuen wir uns erstmal auf ein tolles Rennen am Samstag. Wir wünschen dir viel Glück und viel Erfolg für dein Titelverteidigungsrennen, Daniela. Dankeschön.